Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine präzisere Berechnung als in westlichen Astrologie. Ich muss dazu sagen, damit ihr versteht, warum ist Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anders platzieren als in einem westlichen Horoskop. Was überhaupt ein Geburtshoroskop ist und was bedeuten hier die verschiedenen Lebensbereiche, das habe ich in Teil 1 erklärt. Liebe Iriana, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In die Mitte siehst du ein Engel. Das ist dein Schutzengel. Wir haben drei Schutzengel. Einmal in die körperliche Ebene, der uns begleitet im Leben. Dann haben wir einen Schutzengel auf die emotionalen Ebene und ein dritter Schutzengel unterstützt uns bei Spiritualität. Aber dein Schutzengel in körperlicher Ebene, das ist Engel Mitzrael und hat die Zahl 60. So ordnet die Kabbala. Das bedeutet, er war die Schutzengel in diesem Tag, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Engel Mitzrael ist Engel der Unterdrückten, bringt Heilung, lindert Schmerz bei Menschen und hilft bei Unterdrückungen, weil befreit uns. Lehrt uns, das Leben einfacher zu betrachten und gestalten. Stärkt unsere kreative Fähigkeiten und hilft bei Heilung. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Welche Tierkreiszeichen öffnet diese Tore? Das bedeutet, wir haben hier 12 Lebensbereiche. Und jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das als geheime Tore und ist immer ein Tierkreiszeichen, der diese geheime Tor öffnet. Natürlich kann noch Einfluss sein von den anderen Tierkreiszeichen, was rüberrutscht, aber das Wichtigste ist die Tierkreiszeichen, der diese Tor öffnet zu den einzelnen Lebensbereichen. Die erste Lebensbereich symbolisiert die Geburt, die Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. In diesem Moment ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Ich setze die Schütze mal hier. Das bedeutet, du hast Schütze Lagna oder Schütze Aszendent. Aber die Tierkreiszeichen Schütze wirkt auf den 12. Lebensbereich auch. Und das kannst du so vorstellen. Jede Tierkreiszeichen besteht aus 30 Graden. Und in dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. 2/3 hat schon aufgestiegen in Osthorizont und dann bist du geboren. Das heißt, in dritter Dekade bist du geboren. Die Tierkreiszeichen Schütze war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier im Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Das beeinflusst
deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze gehört zum Feuerelement und einem dualen Tierkreiszeichen. Es ist anderes beschrieben als in westlichen Astrologie. In westlichen Astrologie würde man sagen, die Schütze ist beweglich. In indischen Astrologie wird das andere Qualitäten zugeschrieben. Ist beweglich, ja, aber kennt auch diese fixe Element etwas befestigen oder festhalten. Und das ist eine gesunde Mischung. Was bei Tierkreiszeichen Schütze wichtig ist, erstens die Feuerelement und das bedeutet die Begeisterung, die Leidenschaft und Feuer und Flamme zu sein von etwas und natürlich das in Bewegung setzen. Die Schütze zeigt die Richtung, das ist dieser Pfeil und das ist die Richtung unserer Galaxie, der Milchstraße, die Zentrum unserer Galaxie. Die Schütze zeigt in Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und energetisch oder in die spirituellen Ebenen können wir das als unsere Wünsche bezeichnen. Und umsetzen auf dein Leben, wichtig ist die Orientierung. Und die Orientierung zeigt die Feuerelement, all das, was dich begeistert und die Ziele, die Zentrum, das sind deine Wünsche. Die zweite Lebensbereich, hier handelt sich um Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dieses Tor öffnet sich mit Steinbock. Aber die Tierkreiszeichen Steinbock hat noch einen Einfluss, eine Färbung auf deine Persönlichkeit. Zeigt dir Ernsthaftigkeit, auch dass du ernst genommen bist und auch vermittelst ein gewisses Vertrauen, Bodenständigkeit. Die Tierkreiszeichen Steinbock hilft dir, deine Ziele zu erreichen. Weil die Tierkreiszeichen Steinbock hat diese Kraft, auch die Geduld und Ausdauer, diese Ziele auch erreichen. In ersten Lebenshälfte wirkt eher streng, das kann natürlich von Elternhaus kommen, in zweiter Lebenshälfte kommt mehr Struktur, Stabilität, Ernsthaftigkeit, wird viel, viel leichter. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und auch auf die Finanzen. Die dritte Lebensbereich, wo um Lernen geht, besonders in jungen Jahren, die Schule ist auch in diesem Bereich zugeordnet, aber auch Kommunikation, Verbindungen, Medien und Kontakt zu Verwandten, zu Bekannten, Nachbarn, vieles Neues entdecken in unserer vertrauten Umgebung. Dieser Tor öffnet sich mit Wassermann. Aber die Wassermann hat noch einen Einfluss auf den zweiten Lebensbereich auch. Die Tor hier im dritten Lebensbereich will sich aber mit Wassermann öffnen. Und das sind deine Fähigkeiten, dass du vieles schnell begreifst und verstehst und auch deine großartigen Ideen, dein Ideenreichtum, was du natürlich als Wissen vermitteln kannst oder über Internetmedien vermitteln kannst. Die vierte Lebensbereich, wenn ich die runde Format betrachte im Horoskop, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes und zeigt etwas Wichtiges. Das ist die Basis, das ist die Fundament, zeigt auch unserem Zuhause. Beschreibt Themen wie unserem Ahnen, die Herkunft, die Traditionen. Hier brauchen wir Halt.
Weil auf diesem Halt, auf diesem Basis baut sich alles auf. Und dieses Tor öffnet sich mit tierkreiszeichnen Fischen. Natürlich hat ein Einfluss auf deine Wohnsituation auch. Die Fische ist sehr geschmeidig, geschmackvoll, traumhaft schön und es braucht dein Zuhause manchmal chaotisch, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist wichtig, dieser Einfluss. Nun, wenn das die Basis ist in dein Leben, das ist gar nicht so einfach, da dich festhalten, weil das ist Wasserelement. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Wie sollst du da Halt bekommen? Das ist kein Erdeelement. Du brauchst aber mit diesem Steinbockbetonung schon das Festhalten an etwas. Also die Steinbock unterstützt dich schon im Leben, aber die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt dir etwas sehr Wichtiges. Hier ist die Reichtum. In Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum verborgen. Es ist nicht die Wohlstand, das ist Stier. Hier ist Reichtum und dazu gehört auch das inneren Reichtum. Reichtum von Erfahrungen, Reichtum von Wissen. Wie kannst du das verstehen? Weil die Fischen wirkt hier gerade in diesem Bereich ist sehr wichtig, weil das gibt Halt im Leben. In diesem Sternbild sind es zwei Fischen. Astronomisch heißt es die südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die beiden sind miteinander verbunden. Alpberg ist dieser Stern, das die beiden Fischen verbindet. Die Richtung sollen wir beachten. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung, der andere Fisch schwimmt in andere Richtung. Und es ist grundverschieden. Die eine Fisch hat Angst und zweifelt und hat Mitleid, Selbstmitleid. Mir geht's gar nicht so gut. Das vermittelt auch. Und diese Energie blockiert, geht nichts voran. Es gibt nämlich ein Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Angst, Probleme, Zweifel zieht genau die Situationen an. Und Angst blockiert auch noch. Die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, das sind Fischeneigenschaften, die ihren Träumen leben, ihren Visionen, weil sie haben eine großartige Vision und überprüfen nicht, boah, ist das erreichbar oder nicht erreichbar. Wichtig ist die Vision, weil sie glauben das einfach. Andere Menschen würden vielleicht sagen, ja, jetzt sei mal realistisch und hör auf zum Träumen. Und sie träumen weiter, aber die glauben das auch und die vertrauen dann. Und wenn dieser Glauben dazu kommt und das Vertrauen und dann loslassen, einfach geschehen lassen, dann wirkt hier die Neptun-Energie und dein Traum wird wahr. Und das ist die Richtung und das zeigt auch der Stern Achenar, das Ende des Flusses. Es ist zwar nicht in Tierkreiszeichen Fischen, sondern im Fluss Eridanus, aber die sind miteinander verbunden, diese Sternbilder. Also das ist diese Achenar zeigt die Brunnen. Das ist eine Quelle und das sprudelt hier etwas. Und damit endet die Tierkreiszeichen. Das ist die letzte Tierkreiszeichen, weil astrologisch beginnt das mit Widder und endet mit Fisch. Und hier ist die Brunnen. Hier ist die Reitung. Und von diesem Brunnen können wir schöpfen. Das ist die schöpferische Kraft. Das ist Inspiration und Intuition. Und das gibt dir die Halt. Das gibt dir die Basis, die Fundament in dein Leben. Auf diese schöpferische Kraft, auf deine Vision kannst du bauen. Der fünfte Lebensbereich hat mit Kindern etwas zu tun, auch unserer eigenen Kindheit. Dieses Tor öffnet sich mit Widder
und hat die wieder noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das kann dazu führen, dass du immer wieder mal Neuanfang hast oder dich behaupten musst. Der sechste Lebensbereich handelt sich um Arbeit, Pflichten, Alltag und Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Natürlich, die Stier gibt schon die Ruhe oder die Bedürfnis, so arbeiten, dass du die Ruhe bewahren kannst oder du strahlst sehr viel Ruhe aus. Und Stier hat mit Wohlstand, mit Geld etwas zu tun. Also durch Arbeit ist für dich möglich, zum Wohlstand zu kommen. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge und hat noch einen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich. Hier ist die Seelenpartner. Das spiegelt etwas, das Selbst, du. Hier ist die Spiegel, hier wird die Partnerschaft gespiegelt. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs. Dieser achte Lebensbereich ist die Transformation, die Wandlung. Aber nicht nur das ist hier verborgen, sondern die achte Lebensbereich liegt genau im Zweit gegenüber und die spiegeln etwas. Also handelt sich auch noch um Finanzen. Aber anderes wie hier, bei achte Lebensbereich ist mehr die Investitionen, auch die Ämter wie Finanzamt, Buchhaltung, Steuerberater und bedeutet auch Erbschaften. Der neunte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe und die Löwe hat noch einen Einfluss auf den achten Lebensbereich. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist die Krone des Baumes. Ich vergleiche ein Horoskop immer wieder mit einem Baum, weil das ist ein schönes Beispiel. Hier unten ist das Wurzel des Baumes und oben ist die Krone des Baumes. Und diese Krone wirkt die Jungfrau und die Tierkreiszeichen Jungfrau hat einen Einfluss noch auf den neunten Lebensbereich. Hier im Spitze des Horoskopes sind unsere Ziele. Hohe Ziele, hohe Ideale, Ansehen, Anerkennung, Respekt. Und hier liegt auch unsere Berufung. Der elfte Lebensbereich, wo um Freundschaften geht, öffnet sich mit Waage. Aber die Waage hat noch einen Einfluss auf den zehnten Lebensbereich. Und die geheimnisvolle zwölfte Lebensbereich, wo um karmische Themen geht oder um unseren psychischen Zustand, die Ursache von Krankungen und die ganzen Geheimnisse ist hier verborgen, die Geheimnisse des Lebens in die Tiefe schauen. Dieses Tor öffnet sich mit Skorpion. Ist sehr mystisch, sehr magisch. So, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist deine Lebensenergie. Also sehr wichtig und symbolisiert dein Selbst. Wassermann im zweiten Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Wassermann steht in Verbindung zum Sternbild Rabe. In einer engen Verbindung. Dieser Sternbildrabe steht auch in den, also befindet sich auch in der Nähe von Steinbock und Wassermann. Und dieser Adler, Rabe habe ich gesagt, ich glaube, nein, Rabe gibt es auch. Es gibt Sternbild, der Rabe heißt, nee, hier handelt es sich um Adler.
Adler, genau. Adler ist diesem Sternbild, was in eine enge Verbindung steht zum Wassermann und Steinbock. Ein Adlerblick. Und das kannst du so vorstellen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben hohe Ziele, hohe Ideale. Aber sie haben mehrere Ziele und neigen dazu, die Orientierung zu verlieren. Sie brauchen aber die Orientierung und die Schütze zeigt auch, wie wichtig das ist. Die Steinbockgeborenen sind konzentrierter. Die konzentrieren auf dem Wesentlichen, zwar das, was erreichbar ist, was zum Verwirklichen ist, Erdeelement. Weil sie wollen das umsetzen im Tat. Und sie klettern hoch in Spitze des Berges, was ihren Zielen symbolisiert. Egal wie steinig dieser Weg ist, die geben das nicht auf. Dann kommt die Wassermann und sagt, ich bin schon oben. Für warum soll ich mich anstrengen? Das ist die Geburtsrecht, die Privileg, die Wassermann-Geborenen. So fühlen sie sich auch. Und du brauchst dieses gesundes Selbstwertgefühl. Weil das entspricht deiner Natur. Nicht umsonst bist du im Wassermann geboren. Dazu kommt noch, dass Uranus hat einen Einfluss auf Wassermann, weil herrscht neben Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann, also die alte Herrscher ist Saturn, dann kam Uranus dazu. Uranus herrscht über die Wassermann und Uranus zeigt etwas. Was du als Wassermann-Geborenen beherzigen sollst, Uranus sagt, ich bin anderes. Ich fühle mich außergewöhnlich. Ja, nicht so zu sein wie alle anderen. Ja, nicht bürgerlich. Passt überhaupt nicht zum Wassermann. Und wenn das unterdrückt ist, irgendwann werden die Wassermann-Geborenen ausbrechen. Die müssen das signalisieren, ich bin anderes. Dann kann passieren, dass die Haarfarbe plötzlich grün ist. Ja, nicht so wie ein Durchschnittmensch. Aber wenn du das jetzt schon verinnerlichen kannst, weil das deiner Natur entspricht, du bist einzigartig, außergewöhnlich und du bist oben und da hast einen Weitblick. Und dann kommt die Luftelement dazu, die Leichtigkeit. Und da sind deine Werte. Sonne im zweiten Lebensbereich. Und sei mit diesen Werten bewusst. Das ist dein Selbstbewusstsein. Und das Wunder ist, dadurch verbessert sich dein Finanzen. Weil energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im ersten Lebensbereich. Mond hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Mond natürlich verleiht ein gewisses Verträumtes. Aber auch Wechselhaftigkeit, so wie die Mond wechselt, die Mondphasen, mal Vollmond, mal Neumond, mal Halbmond, mal abnehmen, mal zunehmen. Diese Wechselhaftigkeit gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Das kann bedeuten, dass du dein Aussehen mal wechselst. Kann auch bedeuten, dass andere sagen, ja, du bist so launisch. Wobei die Steinbock mildert das ein bisschen. Mars ist die Energie, wo wir etwas in Bewegung setzen. Oder wie wir uns behaupten und durchsetzen im Leben. Das ist Kraft.
Es ist eine männliche Energie, aber diese männliche Energie haben wir Frauen auch. Astromedizinisch ist zugeordnet zu unserer Blutbildung, die Rotkörbchen, also die rote Farbe, und zugeordnet zu unserer Muskulatur. Also Muskulatur haben wir Frauen auch, vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei Männern, aber wir Frauen haben auch Mars-Energie und wir brauchen diese Mars-Energie, weil damit können wir uns behaupten im Leben. Aber bedeutet auch der Mann. Und bei weiblichen Horoskopen heißt das, wie stellst du der Mann vor? Oder welche Eigenschaften soll dieser Mann haben? Dein Mars ist im Tierkreiszeichen Waage. Im 10. Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Waage ist harmonisch, liebt das Schöne, das Angenehme. Das passt nicht ganz zu Mars. Und das kann für dich bedeuten, wenn du dich behaupten möchtest, weil du willst da oben sein. Das ist deine Energie. Mars ist schon eine kraftvolle Energie, was alles in Bewegung setzt. Also du strebst danach, oben zu sein. Das entspricht auch deiner Natur. Es ist nicht künstlich, sondern das entspricht wirklich deiner Natur. Und das ist der Impuls. Aber im Waage ist das sehr harmoniebedürftig. Ja, niemand dabei verletzen. Und wenn aber die Mars-Energie stärker ist, weil du dich behaupten möchtest und bist mal etwas lauter, dann neigst du dazu, das zu bereuen und entschuldigst dich dafür. Weil die Tierkreiszeichen Waage versucht das sofort harmonisieren. Ja, niemand verletzen. Alle Gefallen tun. Und das erschwert die Entscheidungen. Der Impuls ist da. Das treibt alles voran. Und die Waage schaut links und rechts. Und ja, ich muss mich anpassen. Das muss harmonisch sein. Ich möchte mich beliebt machen. Aber du kannst nicht dich zu jeder beliebt machen. Bedeutet Mars hier, dass du dich wirklich behaupten kannst, wenn du deine Berufung lebst. Und das ist Waage, das ist Kunst, Kreativität. Dann kommt die Jungfrau dazu, das könnte die heilerische Richtung sein oder das alles analysieren und ordnen, all das in Ordnung zu bringen und die Ideen umsetzen im Tat. Jungfrau ist Erdeelement. Merkur, aber noch zurück zum Mars, weil Mars bedeutet auch der Mann. Das könnte sein, dass du deinen Seelenpartner, deinen Mann, im beruflichen Umfeld kennenlernst. Und was wichtig ist, der Mann muss schön sein. Gepflegt, Waage. Waage ist schön und gepflegt. Und du legst großen Wert drauf. Kann auch ein Hinweis sein, dass dieser Mann Künstler ist. Merkur ist der Planet der Handlungen und die Kommunikation. Merkur ist im Wassermann. Merkur kann sich in Wassermann gut entfalten, weil die Tierkreiszeichen Wassermann ist ideenreich und forscht. Und natürlich Merkur ist neugierig.
Und das bedeutet, dass du vielseitig der Interesse hast und dass du ganz leicht etwas Neues lernst oder die Neugier ist da, immer wieder etwas Neues lernen. Merkur ist bei dir rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen, zeigt auch Vergangenheit. Merkur im Wassermann im zweiten Lebensbereich. Hier handelt es sich um deinen Werten. Und dieser rückläufige Merkur bedeutet, da hast du karmische Themen. Das kann sogar sein, dass du das in Kindheit genau so erlebt hast. Diese Wertschätzung war nicht da. Auch in jungen Jahren. Merkur hat einen Einfluss auf Jugend. Auch. Und das ist für dich wichtig, zu deinem Selbst zu stehen und mit deinen Werten bewusst zu sein. Jupiter ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen. Jupiter ist die innere Sonne und macht uns bewusst mit unserer eigenen Größe, ohne das zu übertreiben. Und dieser rückläufige Jupiter ist auch karmisch und befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs im siebten Lebensbereich. Das hat mit Partnerschaft etwas zu tun. Jupiter wirkt auf die Partnerschaft. Diese Rückläufigkeit von Jupiter zeigt, hier in Partnerschaft hast du karmische Themen. Und das kann bedeuten, dass du deinen Partner kennst vom früheren Leben. Jupiter vermittelt noch etwas, das ist die göttliche Gerechtigkeit wie Ursache und Wirkung, bedeutet auch Glück. Und weil das diese Rückläufigkeit zeigt, dieses Glück, das würde ich mal so beschreiben, diese Chance, dieses Glück war gegeben auch in früheren Leben, aber du hast das nicht zugetraut. Aus mangelndem Selbstwertgefühl. Und du hast damit die Chancen, Möglichkeiten verpasst und jetzt wiederholt sich die Karma und Jupiter sorgt für diese göttliche Gerechtigkeit und vermittelt, nimm das jetzt im Besitz, dein Glück. Du bist es wert. Venus ist die Planet, die Liebe. Das ist eine weibliche Energie und alles, was schön ist, das vermittelt Venus. Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Kunst und natürlich das weibliche Energie und ist die Planet der Liebe. Venus befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Fischen im dritten Lebensbereich. Und dieser dritte Lebensbereich, würde ich sagen, die Liebe ist in deiner vertrauten Umgebung oder durch in eine Schulung. Kann auch bedeuten, dass du sehr kreativ bist und das kannst du dein Wissen vermitteln. Natürlich hier im dritten Lebensbereich zeigt auch ein, dass du gerne etwas Neues lernst und verstehst du auch ziemlich schnell auch und du liebst es auch. Natürlich schöne Sprache auch. Saturn ist der Planet der Schicksal und der Planet der Karma. Und korrigiert etwas in unserem Schicksalsweg. Das heißt, unsere Seele hat einen Schicksalsweg ausgesucht, aber wir bewegen uns nicht immer in diesem goldenen Weg, sondern wir machen
immer wieder mal Umwegen, manchmal sind wir in einer Sackgasse und dann kommt Saturn, schaut das genau an und korrigiert das. Natürlich kommt schicksalhafte Entscheidungen bei Saturn Einfluss, schicksalhafte Veränderungen. Und in dem Moment empfinden wir als das als Strenge. Saturn kann wirklich streng sein. Das ist der große Lehrmeister, aber mit guten Absichten. Und später verstehen wir, wie notwendig das war, das zu lernen, wie notwendig das war, diese Veränderung. Manchmal verstehen wir das später, dass es eigentlich Glück gebracht hat. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen und das im dritten Lebensbereich. Natürlich kann das bedeuten, hier bei Venus Energie die Verbindung zum weiblichen Personen in deiner vertraute Umgebung oder in Verwandtschaft, dass da Themen hast. Dass du mit Geschwister oder Cousine oder Nachbarin nicht so gut verstehst. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig, wieder karmische Themen. In Tierkreiszeichen Löwe. Im neunten Lebensbereich. Und das könnte bei dir Umbrüche, Veränderungen bringen, ein Studium oder eine Reise, Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise. Und da sind diese Umbrüche, Veränderungen, was auch wichtig ist für dich karmisch, weil Uranus ist hier rückläufig. Neptun ist auch rückläufig und Neptun, das ist gar nicht einfach zu beschreiben. Neptun ist das Traum, die Träume und Visionen. Und wenn das im Bereich Kunst wirkt, dann ist natürlich Neptun ein großes Vorteil, ein großes Glück. Weil dann können wir uns inspirieren lassen. Dann ist es wunderbar, diese Neptun-Energie. Aber Neptun kann man nicht greifen. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Das kann auch nicht so leicht verstehen, untersuchen, erforschen. Aber es ist wunderschön. Und so können wir Neptun auch vielleicht, so kann ich näher bringen. Bei Neptun-Energie manchmal alles so undurchschaubar, weil wie können wir einen Traum fassen? Und wirkt oft so ein Schwebezustand. Kann auch ein bisschen betrügerisch sein, weil wir glauben an diesen Traum und entspricht aber nicht die Realität. Jetzt meine ich damit nicht unserem eigenen Vision, sondern wenn jemand uns ein Märchen erzählt, dann wirkt Neptun betrügerisch. Und dieser Neptun ist rückläufig und das könnte ein Hinweis sein, dass du in früheren Leben oder in Kindheit, in jungen Jahren betrogen warst. Weil wurde dir irgendwelche Märchen erzählt und versucht dich damit in andere Richtung lenken. Und diese betrügerische wirkt im 11. Lebensbereich. Und das heißt Freundschaften. Und das sollst du untersuchen, beobachten. Beobachten, ob das wirklich vertrauenswürdig ist oder jemand versucht dich etwas vorspielen und zeigt nicht das wahre Gesicht. Aber wenn du jetzt mal in den künstlerischen Bereich bist oder möchtest deine Kreativität leben und das in Freundeskreis
oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, dann würde ich sagen, Neptun bringt dir Glück. Also muss hier beide Seiten die Münzen anschauen. Pluto ist auch rückläufig, auch karmischen Themen. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im 8. Lebensbereich. Und das ist die Wandlung, das ist die Transformation, die Löwe zum das ist Löwe, aber im 8. Lebensbereich. Und im 8. Lebensbereich hast du diese Transformation. Die Richtung ist Löwe. Und das ist das Selbst, das Selbstwertgefühl. Die Sonne über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert dein Selbst und auch dein Herz. Sonne steht in Verbindung zu unserem Herz. Öffne dein Herz, weil das ist ein Schatztruhe. Alles ist drin, was wertvoll ist. Alles ist drin, was du liebst. Und das ist die Transformation. Und Pluto zeigt, da liegt deine innere Kraft. Pluto ist die innere Kraft. Und Pluto lässt es gar nicht zu, dass irgendjemand diese Kraft schwächt oder diese Kraft raubt. Und das könnte für dich auch ein Hinweis sein, weil jemand versucht, dich auszunutzen oder jemand versucht, deine Zeit, deine Energie rauben und du hast überhaupt keine Lust dazu, das machen, was andere von dir erwarten, dann bleib in dieser Pluto-Energie und steh zu dir selbst und sag nein. Das stärkt dich innerlich. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was die Mondbewegung symbolisiert. Die Tagesbewegung des Mondes. Die Mond hat einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und beeinflusst unsere Gefühle. Und Mond ist die Empfängnis. Mond empfängt Energie von Weltall, von den Sternen. Das saugt auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter und beeinflusst unseren Alltag. Und im Geburtshoroskop sind es auch Mondhäuser. Und diese Mondhäuser haben auch einen Einfluss. Natürlich die stärkste Energie, wo die Mond ist, welche Mondhaus Mond befindet, aber die anderen Planeten oder Sonne befindet sich auch in einem Mondhaus und hast du Einfluss von Sternen. Das ist ein bisschen anderes als in westlichen Astrologie, weil in westlichen Astrologie gibt diese Mondhäuser nicht. Das kannst du wie ein Mondkalender vorstellen. Dein Lagna, dein Aszendent, dein Geburtsmoment ist Schütze. Und hier wirkt der Mondhaus Uttarashada und das bedeutet höheren Selbst, höheren Wünsche, Respekt und Anerkennung. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Dann schauen wir weiter. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann hier und befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purva Padra und wird von Stammbild Pegasus beeinflusst. Dazu erzähle ich die Geschichte, es ist zwar nicht indisch, es ist die klassische griechische Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon oder Neptun. Und
Neptun oder Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch im Königreich, diese prahlenden Königin, diese Cassiopeia, zu bestrafen. Und dann kam dieser Walfisch an und dachte, warum muss ich das machen? Was Poseidon sagt, ich habe gar keine Lust dazu. Nee, mache ich nicht. Ich nehme die Königstochter und ich fessele jetzt in einen Felsen. Und so wurde Andromeda gefesselt. In die Nähe war Medusa, die furchterregenden mit Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, jeder, wo Medusa erblickt hat, hat Angst bekommen und war wie Stein unbeweglich. Angst blockiert auch. Und dann kam Pegasus und befreite Andromeda und die beiden haben sich verliebt und Pegasus tötete Medusa. Und plötzlich gebar Medusa Perseus befreite Andromeda und Perseus tötete Medusa und in dem Moment wurde Pegasus genauso. Ist das richtig? Pegasus wurde geboren aus dem Mutterleib von Medusa. Dieser Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügeln. Und die ganze Geschichte erzählt die Befreiung Andromeda, die Befreiung Pegasus durch Perseus. Durch Perseus, dieser Held, befreite beiden. Das ist die Befreiung von Angst. Und diese Geschichte hat einen Einfluss auf deine Sonne. Befreie dich von Angst und steh zu dir selbst, zu deinen Werten. Das ist dann, wie dieser Pegasus geboren würde, wie eine Neugeburt für dich. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und dieser Mondhaus heißt Shravana, das ist der Adler. Altair ist die Hauptstern im Sternbild Adler. Und das ist dieser Adlerblick. Und das hat einen Einfluss von deinem Mond. Und Shravana bedeutet auch eine Vereinigung zwischen Himmel und Erde. Shravana bedeutet übersetzt hören, das Gehörte, das innere Stimme. Dein Mond steht in einem Mondhaus, wo dir sagt, dir persönlich höre deine inneren Stimme, stehst sofort mit Himmel in Verbindung. Das ist dann dieser Adler, wo dich vermittelt, bringt dich mehr nach oben. Mars ist die Kraft hier ganz oben. Mars befindet sich im Waage im Mondhaus Swati. Übersetzt heißt das von Sanskrit Sva selbst, Ati ist Seele und das heißt kümmere um dein Selbst, kümmere um deine Seele. Dieses Mondhaus wird von einem Sternbild bestrahlt, beeinflusst und dieses Sternbild heißt Kreuz des Südens. Dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar. Und hier befindet sich der Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung und dann kannst du deine Kraft die Richtung einsetzen. Dieses Kreuz des Südens beschreibt Themen wie Spiritualität und religiösen Themen. Das könnte auch deine Berufung sein. Merkur hier im Wassermann befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shatabisha und übersetzt heißt das 100 Ängste oder 100 Glück. Merkur zeigt die Jahre, die Kindheit und Jugend
Und das könnte natürlich sein, dass du viel Angst gehabt hast. Merkur ist auch rückläufig, hast du hier auch karmische Themen, Angst. Aber wenn du deine Angst überwinden hast, dann ist die 100 Glück da. Weil gerade in diesem Bereich sind sehr, sehr, sehr viele Glückssterne. Gerade im Wassermann. Jupiter zeigt deine inneren Größe, bringt auch Glück. Jupiter hier hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Dieses Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist eine von den hell leuchtenden Sternen im Himmel. Ich glaube sogar, die ist die hellste Stern überhaupt im Sternenhimmel. Das ist Glanz. Also es ist wichtig, entweder für dich wichtig, dass du auf diesen Partner aufschauen kannst oder er glänzt sich mit dir. Dieser Glanz, also Sirius bringt auch Glück. Und zeigt auch eine Richtung, und das ist die Nordpol. Venus befindet sich im Fischen und Venus ist im Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Revati und das ist die letzte Mondhaus und hier ist die Quelle, hier ist die Brunnen, was ich erzählt habe, wird der Stern Achenat, das Ende des Flusses. Das ist die schöpferische Kraft. Und hier ist die Intuition und Inspiration. Und deine Venus-Energie bringt dir Glück in die Liebe, Partnerschaft oder die Kreativität, deine künstlerische Begabung. Revati bedeutet auch Ende des Flusses. Die Aufgabe ist, alles zum Ende bringen. Nicht aufgeben, zum Ende bringen. Saturn auch hier in Fischen, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und bedeutet reinigen, Gefühlen, Gedanken reinigen, auch ein Austausch und Gleichgewicht, inneren Gleichgewicht und das Nehmen und Geben auch in Harmonie, im Gleichgewicht bringen. Das ist auch die Gerechtigkeit. Es gibt zwei Mondknoten, einmal die absteigende Mondknoten Ketu, das symbolisiert die alte Karma. Und dann gibt es die aufsteigende Mondknoten, das ist Rahu, der Drachenkopf. Das ist, was die Seele sucht als Platz im Leben, Aufgabe im Leben. Das braucht die Seele als Lebenserfahrung. Die Seele hat diesen Weg ausgesucht. Denn alte Karma liegt in Tierkreiszeichen Waage und hat einen Einfluss von Swati, das Kreuz des Südens. Swa, dein Selbst, Ati, deine Seele, die Wirkung von Kreuz des Südens. Hier ist dein alte Karma. Das bedeutet, in früheren Leben hast deine Ziele erreicht. Und was ist jetzt dein neuer Karma? Das ist im Tierkreiszeichen wieder hier deine Kraft, deine Energie bewusst zu sein. Nicht ausgeliefert fühlen von anderen oder jeder Recht zu machen, dich beliebt zu machen, sondern in dein eigenen Projekt zu arbeiten, mutig zu sein, etwas Neues starten, beginnen. Hier im fünften Lebensbereich liegt auch deine schöpferische Kraft. Natürlich kann das auch bedeuten, dass zu Hause, Familie, Kinder ist auch wichtig. Also das darfst du auch nicht übersehen. Nicht nur die Berufung, sondern auch diese Zuhause. Und hier findest du deine Kraft. Über die Tierkreiszeichen wieder herrscht Mars. Und das ist die Kraft. Und was gibt dir Kraft? Dein Zuhause und die Kinder.
Das kann natürlich auch dein inneren Kind auch bedeuten. Rahu, dieser neue Weg, dein karmischen Weg im Widder, befindet sich in ein Mondhaus und das bedeutet Parani und das heißt Mütterlichkeit. Dein Mütterlichkeitleben bedeutet auch wie eine Neugeburt, wie ein Neugeborene zu werden, eine neue Identität, wo du dich behaupten kannst und Stärke zeigen kannst. Uranus im Löwe befindet sich in ein Mondhaus und das heißt Uttara Palguna, bedeutet Reife, Ernte, all das, was du vorhast, das trägt Früchte. Und immer die beide Seiten, die Münzen anschauen, überprüfen. Neptun hier, diese Neptun-Energie, was ich erzählt habe, dass entweder deine Inspiration, was sehr schön ist, oder die Begegnungen mit Freundschaften, die dich enttäuschen. Dieses Mondhaus heißt Vishaka und das ist eine Feuergöttin und diese Feuergöttin verbrennt alles, was im Weg steht. Nicht im negativen Sinne als Zerstörung, ich könnte sagen loslassen. All die Menschen, die dich enttäuschen, das hinter dir lassen, befreie dich davon. Pluto gibt die inneren Kraft, das ist im achten Lebensbereich, im Bereich der Transformation. Und Pluto im Löwe, in ein Mondhaus, was Purva Palguna bedeutet, das ist die Vollendung, die Ernte, das ist genauso, wo Uranus auch befindet. Das ist die gleiche Mondhaus, vitale Energie, Vollendung und nicht aufgeben. Diese Planeten, Sonne und Mond, die vernetzen sie sich miteinander, die kommunizieren miteinander. Und wir schauen an, welche Verbindungen hast du. Uranus bestrahlt dein Aszendent sehr schön. Uranus zeigt dir, du bist einzigartig, außergewöhnlich, du hast einen außergewöhnlichen Lebensweg. Das ist dein Start, das ist in deiner Geburt schon da. Sehr schön. Pluto, der dir die innere Kraft gibt, bestrahlt auch wunderbar dein Geburtsmoment. Uranus und Pluto stehen in einer Konjunktion, in Verbindung. Die beiden wirken gemeinsam. Und das ist die Veränderungen, die Umbrüche, aber auch das aus inneren Kraft heraus. Sonne bestrahlt dein Venus sehr schön. Sonne, Venus, das sind benachbarte Tierkreiszeichen, die geben die Nähe, die Unterstützung und das ist dein Selbst, deine Kraft und auch die Venus-Energie, deine Weiblichkeit. Bedeutet auch, deine Weiblichkeit sollst du im Glanz bringen, du brauchst dieses Selbstbewusstsein. Saturn steht zu Mars in einem Verbindung und diese Verbindung heißt Quincunx, das heißt Saturn, hier Saturn und Mars. Die beiden stehen in einer Verbindung und diese Quincunx Verbindung heißt, man weiß nicht, vielleicht. Ich vergleiche das immer mit einem Pendel. Stell dir vor, da ist ein Pendel vor dir. Und jemand fragt, ja, in welche Richtung schlägt das jetzt aus, links oder rechts? Du sagst erstmal, ich weiß es nicht, ich muss das erstmal beobachten. Genau dieses Gefühl löst aus Saturn-Mars-Verbindung und bei Mars handelt es sich auch um eine männliche Person. Du wirst in deinem Lebensweg oft in solchen Situationen sein, dass du mit Männern begegnest, und erstmal weiß nicht, was der andere will. Du beobachtest es, du hast diese Begegnung und überlegst es, ja, was ist los? Das ist so ein Vielleicht kommt, nimmt mich ernst oder nicht? Was will er überhaupt? Also diese Unsicherheit, natürlich löst wirklich Unsicherheit aus.
nicht nur in die Liebe, Partnerschaft wirkt es, sondern wenn du dich beruflich orientierst, weil du möchtest deine Kraft einsetzen zu deiner Berufung, dann stehst du da und weißt du, ist das richtig, ist das nicht, oh, da vielleicht soll ich nicht. Also genau diese Stimmung löst es aus. Venus steht mit Mond, auch eine sehr schöne Verbindung. Venus-Mond ist auch eine schöne Verbindung. Und das ist deine weibliche Energie und deinen Gefühlen. Mond ist auch weiblich. Das ist eine starke weibliche Energie. Liebe Iriana, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.